Aus Mo und Fern, wir grüßen den Enkheit, wir willen mit Namen. Vor vielen Jahren hat sie Willemming schon auf Fuß noch gegeben. Die Schützen seien es gewesen, die mit ihrem Wurm durchs Dorf vorgezogen sein. Am Mord Gefahr haben sie gehabt, bis einer ist kollabiert. Da haben sie ihn gleich auf dem Wurm operiert. 1974 haben sie die Frauen auf den Weg gemacht und haben eine Weiberfasnacht gemacht. Ich muss sich voraus als Scheich und hinten auf dem Wagen die Weiberleit. Mit Mord, Sprich und Gesang haben sie es zusammengebracht, dass wir seitdem in unserem Dorf einen Kindergarten gehen haben. 19 Jahre später hat sich die Waldfrau gedacht, jetzt war's wieder einmal schön, wenn die Wildermemminger in die Fasnacht taten gehen. Es haben sie ja gleich ein paar bereit erklärt, da mitzumachen und somit sind die Hexen auch gewachen. Die Hexenfasnacht, da können Sie sicher ein paar daran erinnern. Der hat gesagt, was wir in unserem Dorf alles haben. Von den Vereinen bis hin zu den Betrieben. Da ist der Baudoktor dahinter geblieben. Mit Mords Hexengeschrei und einer teuflischen Musi sind sie angezogen mit ihrem Kaum. Seitdem haben sie wir in unserer Küche warm. Und jetzt, nach 24 Jahren, ist es wieder soweit, dass es bei Insta wieder eine Fasnacht geht. Die Forschungsgruppe Willemming, so die wir uns nennen, werden heute unsere Tafel ein bisschen auf die Schaufel nehmen.
mir möchten ein Kleid anzogen. Es gab ja allerhand zum Vortragen. Man kann aber nicht alles bringen, das würde den Rahmen sprengen. Jetzt ist aber genug mit erzählen. Wir hoffen, es jetzt ein bisschen an Spaß vertragen, weil ich liegt euch das Leih im Magen. Zum Schluss möchten wir noch Dankeschön sagen an alle, die dazu beitragen haben, dass wir die Fos noch machen können. Leih miteinander, die wir in unseren Taufen da zu etwas bringen. Uns müssen wir eigentlich noch berichten. Alle Vereine, die heute da mitmachen, die haben alles für einen guten Zweck bei uns da zukommen lassen. Drum, liebe Leute, wenn ihr es wollt, dazu etwas beitragen, dann dir mir eigentlich jetzt schon ein herzliches Vergelt's sagen. Und jetzt. Und jetzt lassen wir es losgehen. Aber zuerst den wir unser Fasnachtslied präsentieren. Ja, in Fasching geht's auch. Das weiß jeder ganz genau. Wir am Aschen und am Hut. Ja, das ist voll ins Gut. Wenn die Musik Stimmung macht. Und sein Tanzpunkt eifrig sprach, ja, dann sing's a alle leid, ist die schönste Jahreszeit. Und wenn wir nun so laufen, singen und ins Freien, dann kann's gar nirgends schierer als bei uns so sein. Wir stolzen nur aufs Leben, auf uns und auf die Freien. Es ewig noch nur so bleibt. Ja, im Fasching geht's auch. Dies weiß jeder ganz genau. Wir am Aschen und am Hut. Weil das voll ins Gut. Wenn die Musik Stimmung macht und sein Tanzton eifrig grad. Ja, dann singt's auch alle leid. Ist die schönste Jahreszeit. Und wenn wir miteinander in Sonor und Kastel gehen, dann können unsere Soßlungen für ein paar Stunden vergehen. Und darum, liebe Leute, wir sehen's uns halt verstehen. Wir werden unsere Vorsatz mal eine Wolz verlieren. Ja, im Fasching geht's auch, das weiß jeder ganz genau. Mit am Aschen und am Hut, ja, lest es voll ins Gut. Wenn die Musik Stimmung baut und sein Tanz kommt eifrig grad, ja, dann sing's auch alle leid. Ist die schönste Jahreszeit, die schönste Jahreszeit. Haus von Spiesti. Ja, Feierung lassen heut. Ja, schau, das Wetter, da kannst du ein Biergarten. Ja, gewaltig. Geh, hock mal's her. Ja, hast du ein Bier da? Ja, freilich, ja. Ja, her damit. Schau. Ja, Bierle. Vergeilt's gut, vergeilt's gut. Schlecht. Ah, kann das hier sein, gell? Vorgestern noch geschnieben. Heute ist das Wetter. Weiß. Wunderbar. Ja, lecker, sicher. Tschüss. Und Samus, grüß dich. Hey, Bursch. Hey. Was ist jetzt denn alles heim da? Ja, Feierus. Feierus? Feierle, Feierum. Bei mir tue ich auch nicht mehr. Hey, Wetter. Ja, auch der Herr da. Habt ihr Pirle da für mich? Feierle, alles ja, da. Ja, da habt ihr mich wenn wir es zu viert waren, dann kann man einen Kastel machen. Ja, das war nicht schlecht. Handeln hätte ich ja da. Hey, schreib, einer fehlt noch. Einer fehlt, genau, einer fehlt noch. Einer fehlt, schau mal rein. Einer fehlt. Einer fehlt.
Warte, Moment. Weil zurück geht's halt gar nicht, das Karten. Gesundheit. Ich bin leid, Mal schauen, ob sie da noch melden machen. Hey, selbst schau, der Uhr herkommt. Maria Reikvollner. Mädchen sind auch mit der Tau hocken, Bier saufen. Ja. Jetzt riecht gut. Ja, Zenz, wo kommst denn du her? Ja, ich muss Kirche putzen gehen. Kirche putzen? Tut's nix. Mann, das kommt später auch, wir brauchen noch einen Kopf machen. Ja, sicher. Die Kirche steht morgen auch noch. Jetzt geh. Ich hab so ein Bier da. Sicher, hoch her. Geh. Aber leih eins. Eins, mach ich genug. Da haben wir einen Besen da. Wenn ich das so. Hallo, jetzt geht's auf. Du schreibst. Hey, Franz, ich schreibe. Oh, wir spielen mehr zusammen. Wir zwei spielen zusammen. Du schreibst doch. Du hin. So. Hey, wo? Fein ist heute. Schaut euch das mit mir. Gewaltig, hä? Es ist gewaltig. Kein Wölkchen, kein Wind, gar nichts geht. Zum Wohl jetzt doch. Ja, Prost. 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 Aber was so fein ist es. Ja, Sinn. Jetzt geht es mal so ein Wind. Was ist denn jetzt los, Herr Vermund? Ich kann nicht. Schau mal, wie ist dein Bann, Herr Peter? Das gibt's doch nicht. Oh, das erste Wetter jetzt. Da. Hast du die Gattin? Wo? Morgen nimmer. Hört's gut zu. Ich sag's euch geschwind. Ich bin's. Der Griesleit Wind. Verblosen du so manches Geschichtel. Und zutragen hat mir das alles ein kleiner Wichtel. Was? Was Griesleit Wind? Das ist das Kerl. Du schon mal Wind drin gehört. Nein, das ist schon ein Zangst und Bang. Ich war hier das Springleier anfangen. Das wird etwa so ein. Ein lauwarmes Lugengeschichtel sein. Ja, genau. Also. Eiskalt! Und nix ist da oben. Da zähl ich eng, was sich in den letzten Jahren hat zugetragen. Aha. Ui. Da vorne ist etwas was. Habst du das gehört? Nix da oben, da möcht uns etwas so. Wie wisst ihr schon alles? Hey, Wind! Nachher, da zähl! Ja, über die Schützen wissen die etwas. Du Zehilo! Interessiert, denkt ihr? Das war Helle. Nur. Ein Schütz hat gefeiert seinen Runden. Der lässt sich ja absolut nichts lumpen und ladet ein, die ganze Kompanie beim Gasthofjäger dabei zu sein. Kommen seien sie voll motiviert. Kann ja sein, dass da einmal etwas passiert. Ich weiß es ganz genau. Ich weiß von der Geschichte überhaupt nichts. Ah, das kann jeder sagen. Kumpelt hat sich über das Ganze, oder? Ich war da mit dabei. Ja, genau. Nein, sicher nicht. Das, was der Winter erzählt, das ist echt eine Lugengeschichte. Ja, das war mehr. Keine Lugengeschichte, hat er gesagt. Keine Lugengeschichte. Ja. Stimmt alles. Ja, gell, spielen wir weiter. Ja. Jetzt auch. Hörer Wind, was ist denn? Erzähl weiter! Zum 50. Geburtstag von dem Schütz wollten sie eine Salve schießen. Zu wenig Schwarzpulver in die Patronen. Es ist zum Verdrehen. Hey Burschen, jetzt machen wir mit dem Karten den Schluss und losen ihn so den sagenhaften Schuss. Ja, genau, das schauen wir uns jetzt um.
Zimmermann. Dreimal hat's gekracht. Zwieri Pulver. Dies hat ein Glück mit Brockner Schützenmann. Du habt's in Klamier. Das nächste Mal mehr froh, dann schafft es sich garantiert. Das nächste Mal mehr froh, dann schafft es sich garantiert. Das können sicher ein paar bezeigen, das war nicht so. Er war dabei. Ah, Success, Success. Ist das so gewesen? Ja. Ich hab's schon glauben, dass du sagst, du bist nie nicht dabei gewesen. Das tat ich auch sagen. Hey, du. Du Gescheiter, du. Oder mich? Was ist mit der Feuerwehr? Ich glaub, da gibt's gar nicht. Oh, ja, genau. Soll ich fragen? Frage mal. Hey Wind, wie schaut's aus mit der Feuerwehr? Erzähl mal! Ja, die Bierbrauer, die rieren und messen. Das kann leicht sein, dass sie mal aufs Horn gehen vergessen. Hauptsache es nur ist es verkehrt. Na, der Wald ist jetzt ganz verkehrt. Und sagt sein Wort unsere Florian Jünger von den ganzen hinterlistigen Spinner. Was denn? Eine anonyme Anzeige ist das gewesen. Und derjenige, der ist nicht der hinterlistig, sondern ein Feige. Doch, von der Finanz ist da gekommen ein feiner Herr und hat sich umgeschaut, wo so gespielt hat in der Herr. Schau, Kater, wie viel wert du braucht, was fließt da an Geld? Mit das in der Stot um seine Moneten wird geprellt. Was wird vertraut? Sei für uns vertraut. Besonders hatten wir uns nie getraut. So gut, der Letzte. Die Anzeige erlischt. Das selber braute Bier ins Weite hinabricht. Prost, mein Prost. 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 Ja, ja, die Kameradschaft ist wichtig in einem Verein. Zusammenhalten und miteinander lustig sein. Jetzt geh, sei aber richtig neidig auf das bisschen Bier. Das ist ja gesund, wenn man hat so ein Gier. Los denn, so, das ist mein. Das machen wir. Würzig und fein. Kennst Kosten, ja, laut den Kein. Bei uns gibt's Bier in der Wehr, ein saugutes Bier. Drum fahren wir nicht noch dabei, drum bleiben wir hier. Es ist so heiß in der Wehr, kein kühler Fleck. Und von der Tüte da, da geht der Durst nicht weg. Tja. Na? Jetzt hast du es gehört. Über die Schützen lachen. Früher war ich auch viel besser. Ja. Schaukst, machst du auch einmal was für die Kameradschaft. Batsch! Hast du das Häckchen hinten drin? Tja, so ist es. Oh, es taugt am besten. So ein super Wetter da. Genau. Eine schneidige Musik da bei uns auf dem Bogen. Apropos Musik. Gib mir die Musik dabei. Da dürfen sie mitfahren, gibt's da? Oh, da. Hoi, Wind! Erzähl, von der Musik. Gäbe es da noch etwas?
Moment nicht. Ja, die Musik ist viel auf dem Weg. Und die Tiere auch viel Brom. Lei ihr Kapellmeister Verschleiß. Der ist halt ganz betroffen. Wissen tut der Wind alles. Franz, weißt du, wer aller Kapellmeister gewesen ist? So brauche ich lang nachdenken. Da, ehemaliger Volksschulrektor, der Trinkwaller Klaus, der tut über 20 Jahre die Musik lenken. Ach so, danach ist aber gekommen, wenn es mich nicht betrügen. Der Wiederer Alfred, der Karian zu dirigieren. Kurz und gut, schnell ist alles gesagt. Da hat sich der Franz Sauerwein verreit bei Seefeldohr geblockt. Na, mehr brauchst du nimmer. War noch endlich eine Ruhe. Was denn? Du bist ja noch da. Sebastian Kluckner kommen, den ich noch kenn. Ja, ich hab's ja noch einen Haufen vergessen. Weil mit dem Jäger Michel hat sich kein sowieso keiner messen. Ja. Den hat man bald vergessen. Ganz hast du jetzt da auch nicht recht. Da haben wir den Grane wieder Lüsit vergessen. Der hat das der Musi erst etwas gemacht. Ja. Die Besten sollten es werden. Drum ist er mit ihnen gelaufen. Bei Tag und bei Nacht. Und trotzdem hat er müssen gehen. Ist vielleicht echt zu viel geworden, das Dirigieren. Der Großlöcher Bernhard hat es auch probiert. Der hat sogar gleichzeitig zwei Kapellen dirigiert. Hammer Mut, der hat alles im Griff. Dabei hat er eher verlassen, das sinkende Schiff. Wer wird denn gerade Kapellmeister sein? Kapellmeister sein, Kapellmeister sein. Mir voll deckt jetzt Gott sein Namlein in einer Volkmanier ein. Jo, jetzt was ist's ja sicher? Jetzt wohnt ist oder wart man recht nicht? Es war einfach zu viel. So, jetzt wissen wir, wer aller Kapellmeister war. Los! Ich glaube, da kommen sie. Seit Neuesten sind die Musikanten jetzt geputzt und gestriegelt. Sogar die Männer müssen sich jetzt einmal anständig frisieren. Bei der Kapellmeister. Der tut sich sogar während der Prozession fotografieren. Aber der Tusch Martin, der bringt jetzt den Beweis. Ohne Fleiß kein Preis. Ja. Musikanten. Gehocht. Die Zeit können wir selber mal an uns nehmen. Die ist der geile Gokka, Kapellmeister mehr zu uns herkommen. Ja, ich bin mir sicher, liebe Leute, er wird es auch weiterhin so machen. Und wenn es mehr als solchen willst, Sexy Martin aus dem Facebook ausgelachen. Ja, jetzt wisst ihr es, liebe Leute. Hoffentlich bleibt uns der Kapellmeister diesmal für längere Zeit. Gute Musik haben wir schon, das haben wir gerade gesehen. Meinst du jetzt, welcher Kapellmeister? Nein, ist wurscht.
Ich weiß es auch nicht. Der mit seinem iPhone, glaube ich. Hat der tatsächlich pro Prozession ein Foto gemacht? Anscheinend. Da gibt es denn so etwas? Nein. Das ist ein Ei besser wie die Schützen. Alles der gleiche. Ja, spielen wir weiter. Ja. Ja, aber jetzt Feuerwehr, Schützen, Musik, Jungbauern. Hey, Jungbauern, da gibt's nichts. Das sind die bravsten in unserem Dorf. Dann frage ich mal, Gerhard Winter, erzähl uns etwas über die jungen Bauern. Ja, die Jungbauern, die müssen wir auch noch erwähnen. Ganz fleißig und strebsam, die jungen Leute. Egal was für Arbeit, die Jungbauern sind stets bereit. Die kannst wirklich zu allem haben. Darum müssen wir sie heute mal ganz besonders loben. Überall sind sie dabei. Vom Kirchenfestel hin bis zur Seniorenfeierei. Ihr Ball, das ist einer für die Besten. Leider Krawall, der ist für manche Nachbarn ein bisschen erregt. Es gibt fast keine schrägen Geschichten. Haben Sie denn etwas zu berichten? Der Wind ist schon so gescheit. Weißt nicht von den jungen Leuten? Ja. Ich wüsste schon etwas zu sagen, aber da habe ich müssen hinten um jemanden fragen. Eine Rodelpartie ist ganz besonders fein. Bei der Gemeinde steigen sie alle im Bus ein. Da kommt in Wendel auf einmal in Sinn, daheim ich noch nicht aufs Klo gegangen bin. Er denkt sich, ja die steigen ja eh erst ein. Das da tue ich leicht. Aber wie er wieder rausgekommen ist vom Klo, da ist er auf einmal ganz erbleicht. Der Bus ist fort mit all seinen Kollegen. Ja, wollen wir etwa ohne ihn auslegen? Und in Delft war auf einmal die große Frage, wo ist der Wendel? Da ist es gekommen zu Tage. Gleich umdrehend und aufgeladen dem verlorenen Sohn ist er echt noch zu den Rodeln gekommen mit seinen Kameraden. Herr Wendel, wo bist du? Ja, du schon hoffentlich bist du nicht gerade am Klo, weil das nächste Mal gehst vielleicht von mir an und wir sind weg und du kommst halt da. Wendel, wir heulen mit der Rodel an, hoffentlich bist du nicht gerade am Klo, weil das nächste Mal gehst du von mir an und wir sind weg und du kommst halt da. Da fällt mir jetzt echt etwas ein. Haben wir echt noch etwas zum Amüsieren? Am Beton haben sie gebraucht zum Betonieren. Und kriegt das Zeug. Teufel, der wird nicht fest. Haben sie zuletzt den Zement vergessen? Herz, hau es da. Für haben echt noch einmal der Macht. Und eine super Arbeit für uns alle erbracht. Ja. Ja, liebe Jungbauern, jetzt weiterhin so zusammenhalten die nächsten paar Jahre. Wir finden das ganz toll und wunderbar.
liebe Jungbauern. Und wenn wieder einmal etwas zum Betonieren ist, in Zement nicht vergessen, weil sonst ist alles für die Fisch. Na, wie gibt's denn so etwas? Ist doch kein Mauer dabei gewesen. Ich weiß es nicht. Nein. Das kommt mir, ha? Das kommt mir. Ja, ist gut. Hans, jetzt geht's auf. Him. Da. Drei jetzt da. Hey, Hans, weißt du, dass es Binster keine Fixle mehr gibt? Was denn? Warum ist das? Ja, weil unser Aufsichtsjäger alle geschossen hat in der letzten Zeit. Na, gell, die ist ja Fichlen. Da werden unsere, seien sie denn, Huppijäger auch traurig gewesen sein. Da wird jetzt aber schon ein alter Brauch verloren. Weil das Fuchspassen ist doch voll akzeptiert worden. Das ist wohl das kleinste Problem. Die Hubschrauber im Wald, die hatten den Mann fast gelähmt. Ja, Wind, red weiter. Was ist denn Geschichte denn oben heiter? Schnell der Jäger zum Handy greift und einmal den Feuerwehrkommandant zum Pfeil. Unser Waldaufseher ist als nächstes dran gekommen. Der hat sich das Theater gleich noch einmal anhören können. Wie der sich aufgeregt hat. Sein Wild wird verschreckt und vertrieben. Aber noch einmal Jäger, so ein Ernstfall. Da muss man echt proben und üben. Wenn du das tust, ich verstehen, nachher müssen wir dir sagen, böswillig tut dir Feuerwehr kein Wild nicht verjagen. Jetzt ist er weg. Jetzt hat er den Schuss. Du nicht vergessen, es wird ein anderes Jahr wieder sein. Trink mit uns ein selber brautes Bier. Wir schenken es dir gern ein, weil von der Finanz wirst du wohl nicht sein. Und dann grüne Hut, ich bin der Jäger da. Oh, 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 ich bin der Jäger da. Mit meiner Pixel da schieß ich alle fix. Und das, was wisst ihr, auch der Rest gehört mir, weil das ist mein Revier. Oh, oh, ja, das ist mein Revier. Und dann auf einmal kommt die Feuerwehr. Und jetzt da schieß ich keine Regler mehr, mal das ist so gemein. Oh, oh, ich bin ein armes Schwein. Ja, Jäger. Ich weiß nicht, ist das normal? Da schießt er die Fixen alle und dann möchte er noch die Hubschrauber anschießen. Den haben wir noch gebraucht. Aber vergessen wir das, das passt schon. Mensch, ist das schon wieder gut. Mhm. Als nächstes Mal lassen wir den Hubschrauber an, vielleicht kann ich schauen. Ja, sag mal nochmal da. Hanni schon mal. Ja. Ich muss halt ein bisschen aufpassen. Das haben wir erstmal mit dem umgeschrieben. Ja! Das ist bloß der Wind da hinten. Er hat da immer nicht genug. Ja, vielleicht hat er noch eine Geschichte fragen. Soll ich was fragen? Hey Wind! Über unsere Landschaftspfleger. Hast du auch etwas zu berichten? Oder müssen wir ein paar trauern über unsere Bauern? Ja, die Bauern, die haben heute auch nichts mehr zu lachen. Ich kann euch berichten, ein Haufen Sachen.
So viele Vorschriften, das ist nimmer schön. Und für die viele Arbeit, sie fast nichts mehr kriegen. Ja, Wind, was jetzt gesagt hast, das ist wahr. Ili Bauer mag's gar nicht schitter mal mir hoch. Glatzet werden sie, wenn's so weitergeht. Kein Mensch mehr die ganzen Gesetze mehr verstehen. Ja, genau. Doch bei so vielen Förderungen brauchen die ja nicht verdrießen. Da könnten wir ihn schon locker schießen. Hier's Viech und Milch, sie werden nicht kriegen. Am Preisverfall soll kurz nicht weitergehen. Hier, da bauen wir überhaupt nichts. Bei jedem neuen Gläs und Traktor. Das ist fix. Sterbe zum Reiter. Die hat mir auch x Jahre verbrennt. Heute mir im gleich zur Feuerwehr rennt. Ja, aber ja. Ich kann auch nicht mein Leben im Garten entzünden. Da tat sich gleich ein Nachbarschaftskrieg an Kinden. Und die Sure, die kommt auch noch dazu. Leute, macht schnell die Fenster zu. Beim schönsten Winter verteilen sie die Sure, weil da sollen die gleichen Sturen. Ja, weit und breit, fast keine Wolke in sich. Kann ja sein, dass die eine genau über meinen Fall bricht. Früher war das Bauern seine harte Arbeit. Heint sind die Bauern schon so gescheit. Und das erledigen die Maschinen statt den Haufen Leid. Dafür haben sie zum Jammern mehr Zeit. Jetzt hört's einmal auf und seid's einmal still, weil ich euch jetzt einmal etwas erzählen will. Froh müssen wir sein um die heimischen Sachen, weil die bringen unser Herz so richtig zum Lachen. Weil Gemüse, Milch und Fleisch aus Polen kann ja jeder Depp beim Discounter holen. Drum Bauern, lasst euch von dem allem nicht verdrießen und jetzt mit ins Fasnachtler den Bauernstand begießen. Prost! 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 Zum Wohl! Das exotische Zeug brauchen wir bei uns da nicht. Die Bauernkiste mit regionalen Produkten, das ist der Hit. Schau für die dritten Zähne! Bauer sein, es ist nie lang, da hat verdientes Brot. Tag und Nacht im Arbeitskampf, das ist sein Gebot. Milchpreis sinkt, die Sure stinkt, so geht's die ganze Zeit. Da kann man schon mal jammern, aber habt ihr liebe Leid, weil mir sonst echt ganz genau. Unsere Bauern seien nicht faul, gucken viel und noch mehr. Wer sie glaubt, der schafft rot her. Den guten Speck, den kannst du nehmen, dass ohne Bauern gar nicht gehen. Drum lass uns doch für alle Zeit, dass wir unsere Bauern haben. Ja, genau. Der frische Wind ist auf einmal gegangen. Von Haus zu Haus die Leute einfangen. Na, ich hab von dem Wind gar nichts gespürt. Der ist bei mir nicht eingekehrt. Fair für alle sein kommen. Ich hab mich bald nimmer erwehrt. Ja, gemeinsam aktiv. Wo wohnen denn die? Die wohnen vermutlich überall. Leinig bei mir! Ja, das ist doch eigentlich ganz egal, weil
Und mein Bürgermeister war nachher eh leime Zwarzer wohl. Fair für alle. Ein Schokolade als Geschenk. Lieber warm und weiß, ein alkoholisches Getränk. Ja, ein paar Zuckerle sind vor meiner Haustür gelegen. Und Selle, Baustitz. Ich glaub, der fein zum Kleben. Du, die Ideen, die waren aber nicht schlecht. Weil der am Maut rennt, weil lieber spricht. Herzliche Willkommensfeier für jedes unserer jüngsten Mitbürger. Reduzierung der Hundesteuer bei Erbringung von einem Entwurmungsnachweis. Ja, da stellt sich mir schon die Frage, ist ein entwurmter Hundehaufen im Feld besser als wie einer Mitwurm? Aber das Beste, Willkommensgutschein in Form von Müllgutscheinen für unsere Jüngsten. Nein, es ist alles nicht fair. Ich mich von Haufen Windeln nimmer der Wehr. Ein Gutschein für die Windeln muss her. Nix ist aus dir versprochen worden. Viel haben wir da nicht verloren. Und jetzt? Jetzt können wir die Gutscheine zerreißen und die verschissenen Windeln beim Fenster aus die Schweiß. Ja, und der frische Wind, was hat der euch versprochen? Samstagswind! In Ihrem Wahlprospekt ein großes Projekt. Die Erweiterung vom Kindergarten, das verdient mein Respekt. Ja, gut war schon. Oh, das ist eine Zeichengeschichte, weil da passiert bis heute rein gar nichts. Noch so ein Punkt, das dienen sie auch bewerben. Körperschaften und Vereine sollen gefördert werden. Alles gut und recht, da fällt mir jetzt gerade ein. Der Bürgermeister hat ja gar nichts mehr gewusst bei unserem Verein. Los, jetzt sag's. Aber spätestens seit heute wissen es alle Leute, dass es in Wilmerwärming einen Forschungsverein gibt. Yeah! In einem Dörfchen namens Villamili. Da liegt sich ein kleiner Lehrer in der amorgende Bürgermeister Wähler. Oh, oh, wenn ich wie ihm, so regt er sich, dann war das wer für alle. Doch seine spricht es ein nix wer als verblosen, weil das so ein frischer Wind geht. Oh, 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 nix ist. Woher nix ist, wo mein Bürgermeister. Oh, oh, oh. Und auch der Gutschein hat nix braucht, für was sollte er gut sein? Oh, 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 oh. Ich find, ja, dann könntest du nur einmal probieren. Oh, oh, leih was Gescheites, musst du einfach sich bist wieder verlieren. Oh, 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 oh. Jetzt hat es gehört. Bürgermeister Werner spielt sich so leicht. Ich sei froh, dass das Theater 4 ist. Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch nicht helfen. Spielt's weiter. Der kann ja. Achso, Entschuldigung. Herr, dem mir tat jetzt noch etwas im Morgen liegen. Ich trau mich schon bald nicht mehr fragen. Ich krieg den Glocken nicht voll. Ja. Ich tue ihn jetzt aber recht fragen. Na los. Hey, du gescheiter Wind! Über alles tust berichten. Was über die Gemeinde? Keine Geschichten. Ich hab noch gleich so. Hat Spaß still geblieben, halbe Zeiten. Jetzt hast du etwas umgezettet, du. Oh, ich hab gescheiter nicht gesagt, ja.
Zweifel jetzt meine schon gleich. Ja, ihr wisst viel. Aber das tat den Rahmen sprengen. Da tat mir ja gar nicht zu einem Ende kommen. Da gebe ich recht. Aber ein paar Sachen, das hältst du echt. Mit den Zebrastrafen unten in Affenhausen. Da packt uns alle miteinander das Grausen. Jahrelang war er auf der richtigen Stelle, aber auf einmal kommt vom Land der Befehl. Die weißen Strafen müssen standebewegt, aber keiner weiß eigentlich, zu was für ein Zweck. Das ist schon fast wie ein Schildbürgerstreich, aber das ist in die harten Herren anscheinend ganz gleich. Jeden Tag spielen sich da markante Szenen ab. So was haben wir bei uns da in Wildermärming ja noch gar nie gehabt. Ja, echt wahr, das sind keine Sachen. Da dienen sie dich gleich mal über unser Tafelloch. Da fällt mir jetzt aber noch etwas anderes ein. Das mit dem Mittagstisch war doch schon zum Scheitern verurteilt von vornherein. Ja, genau. Oha. Ganz ein hartes Thema, der Mittagstisch. Alle Väter haben Krieg mit der Post so einen Wisch. Wie oft war das Kind zum Betreuen und an wie vielen Tagen? Gleich verbindlich zum Unterschreiben, ich mag's gar nicht sagen. Ohne Konzept, das was Hand hat und Fuß. Für die gottschöne Gegend. Mit einem ganzen schönen Gruß. Dabei gibt's noch nicht einmal die Räumlichkeiten für das Unterfangen. Ich sag dir nicht zu, weil mitgehangen ist mitgefangen. Ja, so etwas darf ich auch nicht unterschreiben. Aber etwas anderes, dass wir nicht beim Thema hängen bleiben. Wie schaut's in der Gemeindestube aus mit dem St. Bürgermeister in Stocker Klaus? Mei, in der Gemeindestube, in St. Klaus hat's fein. Hockt er euch glatt mit drei schneidigen Weiberleit rein. Das ist nicht auch. Das ist sicher nicht immer so eine feine Sache. Das glaube ich auch. Jetzt seid ihr mal still. Ich höre da was. Ich glaub, er kommt. Jetzt kannst du gleich selber fragen, ob das alles stimmt. Klaus, was? Das ist it. Jetzt ein Bürgermeister von Stocker Klaus. Weil der fährt mit immer mit von Haus zu Haus. Ich komme raus! Ja, aber nicht mit so einem stinkenden Gefährt, was man schon von Weitem riecht und hört. Hey, wie war's im Haus? Hast du etwas verkehrt, hä? Ja, und rechnen tut er auch nicht, wo man sieht. Außerdem ist er zu dem, Klaus, ja leider Strief. In Offenhausen, na, dies ist nicht schier. Dort hatten unsere Kinder über die Straßen gängiert. Bis wir aber wieder an Zebrastraf haben, da ist es voll gescheiter, am Tunnel zu grob. Holla, der Ria, holla, der Lo. Holla, der Ria, was sagst denn da? In der Gemeinde, das ist ein großes Haus, da schauen drei Weiber beim Fenster hinaus. Die eine tut schreiben, die eine kopieren, die andere wahrscheinlich die Nägel lackieren. Holladeria, holladero, holladeria, was sagst du denn da? Unsere Kinder seien hungrig, war Mittagstisch fein. Ein Platz am Markhorn, das konnte doch nicht sein. Wir hatten die Lösung, statt zu bauen so ein Haus. Vor der Bürgermeister sitzen mit dem Moped aus. Holladeria, holladero, holladeria, was sagst du denn? Auf geht's! Holladeria, holladero.
jetzt wohl der Klaus. Ja, das war der Klaus. Ist das der Klaus? Das ist der Klaus. Der Klaus? Ja. Ist der Klaus? Der Klaus. Ich komme nicht mehr raus. Alles Klaus. Ja, jetzt haben wir unter Dallung gefahren. Wir können nicht mehr mit einem Schweißpaar auf der Seite. Ja, der Herr dort noch nicht. Einer winkt da bloß da oben noch. Jetzt wird wohl nachher genug sein. Ja. Dann wird wohl nicht mehr sein fallen. Das Spiel war unsere Grandpala, wisset ja etwas. Interessiert, denkt es? Ja. Abseis. Abseis, das gehört für unsere Grandpala. Ja, und was darfst du jetzt oben wieder wissen? So armiger Forstnacht hat es eine Versteigerung gegeben. Den Bärmann haben die Grandpala gleich mit. Zack, Thompson, den müssen wir haben. Der Wurm ist eine Geschichte. Der ist nicht groß, aber schlicht. Aber genau das war Ihre große Frage. Wie bringen Sie den Bärnarsch heim, ohne viel Mühe und Blog? Ja, zu Nacht sind alle Katzen grau. Der Bär ist eh schwarz, den sieht man nicht genau. Auf dem Bärenwagen sitzen die Teufel vorn. Auf der Straße werden wir zwar nicht erfahren, aber trotzdem muss man halt an. Wir fahren bei Nacht und bei Nebel. In alles, was glänzt, ist halt Gold. Das wäre jetzt kein Mensch zwar nicht glauben, aber der Bär aus der Wald. Das wär jetzt kein Mensch, zwar nicht glauben, aber der Bärmarsch, der rollt. Wenn Sie es denn sehen, Max, braucht es nachher Leute umgehen. Da tut er stehen, der arme Bärmarsch. So, jetzt, liebe Leute, was ist jetzt etwa? Aber die Grampeler, die sind echt ein gute Leute. Jedes Jahr gibt es eine tolle Schau. Ein Haufen Grampeler und einen riesen Radau. Ja, die Teufel, die gehen gern ausgelassen feiern. Da kann schon passieren, dass einmal der eine oder andere anfängt zum Feiern. Ja, aber die Henning Bierflaschen im Schnee, das müssen doch nicht sein. Nicht, dass sich unsere Kinder beim Rudeln noch die Hände ausschneiden. Ja, aber da haben noch ein paar Leute. Gemeinsam und aktiv. Alles bildlich dokumentiert, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiert. Ja, liebe Gäste, nach wochenlangem Dichten und Kopfen und Überlegen und vielleicht war auch ein oder anderes Flaschen Eierlikör dabei, haben wir ein ganz nettes Lied gedichtet, das was wir euch heute zu diesem Anlass vorsingen möchten. Wenn die Kinder sich ein Spiel, das Gesicht aufschneiden. Wenn die Kinder sich ein Spiel, das Gesicht aufschneiden. Da kann das live vor die Bierflaschen sein. Da kann das live vor die Bierflaschen sein. Wenn die Mamas nehmen die Kotze vom Vortag speien. Wenn die Mamas nehmen die Kotze vom Vortag speien. Da kann das live vor die Teufel sein. Da kann das live vor die Teufel sein. Auf geht's, jetzt ist wieder so weit. Wo gibt's am Hochhaus oder und am Bacardi-Cola im Grampus wo? Wo sagt man so viel Bier, dass wir ins Limmer gespüren im Grampus wo? Wenn man's dann nicht allein, wir machen einfach Speien vor Grampus wo? Eine Durst, heute ist alles wurscht. Auf geht's!
als Hüllungen-Mingerlin. Hochkolomie, Dankeschön, vielen Dank. Du kleines Wilhelmierling, an schönen Balkon, du bist nicht groß gewachsen, aber oben, umrahmt von Äcker und Wiese, bist du am weiter Flur, und von der Ferne wacht die Kirchturm Uhr. Das weiß jeder ganz genau, mit der Masken und dem Hut, weil das ist voll ins Gut. Man muss sich Stimmung machen und am Tanzbund eifrisch grau. Ja, dann singt's auch alle Leid, ist die schönste Jahreszeit. Und wenn wir dann so laut singen und uns gefallen, dann kann's gar nirgends schierer als bei uns da sein.